So, liebe Leute, herzlich willkommen zum zweiten Gruppenspiel gegen die Spanier. Ja, erstes Spiel 3-2 gegen Japan. Das war mehr oder weniger dann am Ende doch ein bisschen mehr enger, als ich jetzt erwartet hatte. Verdient war es aber. Und heute geht es gegen Spanien um den Gruppensieg. Wer da gewinnt, ist schon mal safe durch. Und wer verliert, der hat vielleicht dann nochmal ein bisschen Druck am letzten Spiel. Also gehen wir rein ins Match. Die beiden Favoriten der Gruppe. Wir gehen mal rein, gucken. Deswegen. Warte mal. Ne, wir werden es im letzten. Wir werden heute mit Weiß spielen und die Spanier spielen Rot. Das ist, glaube ich, so das Beste. So, okay. Gut, die Aufstellung. Passt soweit. Bringt allerdings auch jetzt was zu ändern. Es hat ja funktioniert, wie gesagt, gegen Japan durchaus. Man hat sich nur ein bisschen selber die Bredouille gebracht mit dem Elfmeter zum 1:3. Und ja, heute soll dann jetzt gegen die Spanier das den zweiten Sieg folgen. Und schon mal das. Die nächste Runde buchen. Spannend. Ein Sieg, dann sind sie in der K.O.-Runde. Das große Ziel, es ist in Reichweite. Wir zeigen ihnen die Partie live. Weiter mal mit Festversetzung und in der nächsten Partie, wenn wir heute gewinnen, dann könnte man ein bisschen rotieren. Aber wie gesagt, der Druck ist heute da. Wolf Fuß und Frank Buschmann sagen Hallo und willkommen hier im Albeit Stadium, liebe Zuschauer. Liebe Grüße. Genau, gleicher Stadion wie vorher auch. Die Deutschland gegen Spanien. Wenn die beiden aufeinandertreffen, dann geht es oft um eine Menge und dann ist für hochklassigen, für intensiven Fußball eigentlich immer gesorgt. Wird auch heute wieder nicht anders sein. Beide Trainer haben sich vor dem Spiel sehr entschlossen gegeben. Das ist so ein Spiel, das sicher auch über die Taktik, die Strategie entschieden wird, denn absolute Weltklasse Kader, wir haben beide. So, die Nationalhymne hört ihr nicht. Liegt aber daran, wie gesagt, dass die alle Musik aus ist. Aufgrund der. Ja, aufgrund YouTube halt. Weil das Ding halt auf YouTube fand wichtig. Ich habe keine Lust, jetzt irgendwie um was zu kriegen und wie das Ding schon geschaltet wird. Deswegen sind die Nationalhymnen ausgeschaltet, beziehungsweise alles an Musik hier im Spiel ausgeschaltet. So, gut. Gucken wir mal, was wir kriegen. Das ist die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Im Tor ist Manuel Neuer. Antonio Rüdiger spielt mit Niklas Süle in der Abwehr. Joshua Kimmich steht mit Leon Goretzka im Mittelfeld. Achso, das sind die Auswechselspieler unten. Auf Thomas Müller. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch alle nicht durchrotiert. Wie gesagt, was ein bisschen ärgert, dass man die Trikotnummer nicht ändern kann, sondern halt, wie gesagt, irgendwelche fertigen Nummern. Ich hätte gerne die Originalnummer drin gehabt, aber das ist dann halt so. So, auf geht's zum Komfort. Vor Spanien den Weltfußball geprägt mit Spielern wie Xabi Alonso, Fernando Torres, Andres Iniesta und. Die haben sämtliche Gegner schwindelig gespielt und ab 2008 ging es im Grunde von Titel zu Titel. Ja, nach dem Gewinn der EM in Österreich und der Schweiz wurden die Spanier 2010 in Südafrika dann ja Weltmeister und 2012 in Polen nochmal Europameister. Keine ganz schlechte Erfolgsgeschichte. Die Aufstellung der Spanier auf der Torhüterposition. David de Gea, Aymeric Laporte spielt mit Inigo Martinez in der Verteidigung. Sergio Busquets steht mit Rodri im Zentrum und der einzige Stürmer ist heute Gerard Moreno. So, wir gehen hinein in dieses WM-Gruppenspiel. So, das ganz, ganz wichtige Gruppenspiel gegen die Spanier, die hätte ich gerne zum Abschluss gehabt, weil alles weg ist und Druck. Aber wir haben sie jetzt schon ein zweites. Aber jetzt ist mal schauen. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Sané. Sané, Gosens, der Linksverteidiger, der läuft. Leroy Sané. Pass auf Goretzka. Havertz. Ja, Havertz. Das war wichtig. Jonas Hofmann. Hofmann, der Rechtsverteidiger. Kommen Sie den Ball nicht raus. Die Szene erstmal zu Ende. Gera. Torres.
Ferran Torres. Azpilicueta ist das jetzt. Busquets. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Nein, aber Deutscher dran. Und jetzt haben sie auch den Lücke in die Spanier. Also. Klar, das ist immer ein Grund zur Freude. Es geht nur über die Spanier momentan. 1-0. Da haben sie sich mal durchkommen hier. Tiki-Taka, zack, zack. Und die Spanier führen 1-0. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Erst läuft der Ball richtig. Ja, hier, das war. Ball einfach reingehämmert und da gibt es noch einer dran. Aber da war nichts mehr zu machen. Guck mal, Pedri 1-0. Spanien führt. Mal sehen, wie die deutsche Mannschaft jetzt nach diesem Rückstand reagieren wird. Man hat gemerkt gegen Japan, dass man durchaus ihre Probleme hat. Gnabry. Vielleicht dann direkt. So, Gefahr ist erstmal bereinigt, ganz sicher geklärt. Riesenparade natürlich, man merkt, sie wollen diesen Ausgleich, sind sehr aktiv und er liegt nahe, er liegt sehr nahe. Havertz! Da war der Trainer noch dran, tatsächlich. Ecke kommt von Kimmich, weiter gefährlich. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Laporte verfolgt Süle. Vielleicht jetzt. Und jetzt ist die Lücke da. Pfosten. Und dann ins Tor aus. Ball ist drin. In der Partie. Einmal der Herr und einmal Pfosten. Die großen Chancen für Deutschland zum 1-1. Martinez. Busquets. Diego Martinez. Armball Gerard Moreno. Euer Sabal. Schön, Hoffmann. Kimmich. Er bekommt Hilfe. Und das war ein Ticken zu spät gespielt von Kimmich. Rodrigo. Armball Gerard Moreno. Klasse Pass. Schnappt die Abwehr doch noch. Schön. Weg ist der Ball nach diesem. Aber der Ballverlust. Jetzt haben sie es mal ein bisschen gelöst. Gnabry. Sieht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Gnabry gegen Alba. Und jetzt Müller. Müller. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Gut gemacht, da. Goretzka. Kimmich. 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 1-1. Die deutsche Mannschaft gleicht aus. Es hat sich durchaus abgezeichnet. Dass man jetzt plötzlich wieder drin ist in der Partie. Man hat den Druck langsam erhöht, man hat den Dreher als Gegner, man hat den Pfosten als Gegner und der dritte passt dann. Stehen lässt und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Jedenfalls das Tor. Ferran Torres. Super gemacht, gute Verteidigung. Man hat es auf jeden Fall ein bisschen sich wieder so ein bisschen draußen aus dieser Situation Havertz. So ein bisschen. Da hat jetzt Anspielstation. Müller macht das stark. Müller. Setzt sich gut durch. Müller. Kimmich. Kimmich. Leroy Sané hat den Ball. Sané. Pause. 1-1. Damit war es das fürs erste Pausenpfiff hier im Al-Bayt-Stadion. Joshua Kimmich konnte im ersten Durchgang überzeugen, oder? Konnte hier ja den Ausgleich erzielen und ist damit natürlich auch dafür verantwortlich, dass noch alles drin ist. Ich glaube, da sind ja fast alle gespannt, was in Durchgang 2 noch machbar ist.
Also Spanien ging in Führung nach einer guten Viertelstunde und dann kamen die Deutschen und sagten, ja, ich spiele auch mal mit dir und Einsatz jedenfalls. Nun kann es hier weitergehen, wir gehen rein in Durchgang 2 dieses WM-Gruppenspiels. Kimmich. Goretzka. Sané. Ah, und ja, sah Ball, der gut aufgepasst hatte. Sané. Jetzt zieht er in die Mitte. Karas, 2-1. Spiel gedreht. Der Druck ist bei Spanien. Das ist überragend, perfekt gemacht. Diese Chance lässt er sich nicht entgehen. Zweites Turniertor. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz. Den macht er ganz sicher. Ja, schönes lange Eck geschlänzt. Es ist verdient. Die Führung. Wir müssen jetzt erstmal. Wollen ins Viertelfinale? Das ist das große Ziel. Oh, ja, Viertelfinale, Achtelfinale. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich glaube, Viertelfinale. Achtelfinale ist es. Wäre es dann. Aber ist egal. Wir wollen erstmal eine Runde weiter. Und das wäre mit dem Sieg heute schon unter Dach und Fach. Da könnte man im letzten Spiel rotieren. Aber wir haben es gegen Japan gesehen. Es ist nicht durch, das Ding hier. Schönes Ding. Großes. Jetzt ein bisschen. Ball an den langen Pfosten. Ja, und das war Gnabry. Und der Rea verhindert hier das 1:3 aus seiner Sicht. Aus der spanischen Sicht. Nächster Ball. Kluger Pass von Havertz. 3:1. Abseits. Es wäre Havertz drittes Turniertor. Aber es dürfte die richtige Entscheidung sein. Jetzt ist es Müller übrigens, aber es ist, glaube ich, doch abseits. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Meiner Meinung nach war es kein Abseits, war gleich höher und dann wäre es das Tor gewesen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Also, meiner Meinung nach muss es hier 3:1 für uns stehen. Aber es ist. Schiedsrichter hatte noch ein bisschen was dagegen. Torres! Machen wir wieder ran! Keiner greift an! Und das ist Ferran Torres um 2:2, 63. Überraschend, dieser Treffer. Zuletzt kaum noch etwas von Ihnen zu sehen, aber das war eine wunderbare Aktion. Der hat alles gepasst. Fuck! Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Sané könnte es überhaupt. Sané! Flanke, der Herr. Na bitter, du kriegst das 3:1 weggepfiffen von der meiner Meinung nach falschem Abseits und dann ist es das und dann kriegst du quasi. Sie machen Druck gegen Busquets. Gegenzug das 2:3. Ja, 2:2. Auf Vorteil entschieden für Spanien. Chance zur Führung. Spanien dreht. Doppelschlag. Was ist denn hier los? Sie legen direkt nochmal nach. Wieder Ferran Torres. Und es ist wieder so eine Offensive. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Man kriegt das, diese eigene Situation abgepfiffen. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Ach, Schiri, der hat doch nichts. Für die Spanier. Hat er Glück, dass er keine Karte sieht, weiß er auch. Muss ich jetzt ein bisschen zurückhalten. Pedri. Am Ball jetzt Rodri. Jordi Alba jetzt. Albo. Daniel. Ball bleibt hängen. Elfmeter. Oh, Elfmeter. Jetzt kriegst du. Jetzt kriegst du doch den Elfmeter. Wie gesagt, du musst eigentlich das Spiel mit 3:1 führen. Kriegst jetzt, wenn du Pech hast, das ist jetzt. Du kriegst jetzt das 2:4. Spanien steht in der nächsten Runde. Wir sind erstmal zurück. 4:2 steht's damit. Hier ist einiges los. Sané.
Da hat Leroy Sané einiges an Platz auf dem Flügel. Jetzt Thomas Müller. Vielleicht Müller! Der Rea! Oh, ist das bitter, ey. Aber dann hat die Treffen halt mit 4 Torschüssen. Die treffen halt mit 4 Scheiß-Torschüssen. So, vielleicht jetzt, indem man einfach durchkommt, durchmixt. Man muss es halt versuchen. Und jetzt das alles bringt es nicht. Wenn du jetzt das Tor machst, dann bist du vielleicht dran. Müller. Jetzt kommt die Ecke. Elfmeter! Elfmeter für Deutschland. Wieder, das ist eine Situation, die man könnte jetzt. Man könnte jetzt wieder rankommen. Jetzt kam ich mal ein Handspiel von Alba auf der Bank, auf der Torlinie. Das könnte der späte Anschlusstreffer werden. Er macht den Elfer. 3:4, Thomas Müller. Vielleicht doch mal irgendwie das Pünktchen mitnehmen hier. Da wären wir nämlich doch Tabellenführer vor dem letzten Gruppenspiel. Da könnte man nicht ins Gruppenerste noch weiterkommen. Könnte. Wie gesagt, man muss das heute wieder jetzt gewinnen. 4:3 der Spielstand. Das erlebt man auch nicht alle Tage. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Machen Sie gut, Ball erstmal weg. Noch kann die deutsche Mannschaft diese Niederlage vielleicht verhindern. Will sie auch, das merkt man, das spürt man. Sie wollen den Ausgleich, sie versuchen alles. Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Na. Ferran Torres. Sie verlieren den Ball. Chance zum Konter jetzt. Gnabry. Jetzt gibt's den Endspurt. Könnte der Ausgleich werden. Aktion läuft weiter. Nach wie vor gefährlich. Der Rea. Und es wäre es was. Der ist nicht drin. Glanzparade. Lange ist nicht mehr auf der Uhr. Und dann diese Parade. Unglaublich. Ecke Kimmich. Sie bekommen den Ball nicht raus. Kimmich. Musiala mit dem Ball. Da kommt der Schuss. Ein guter Block hier. Es gibt doch Wetter. Es gibt Elfmeter nach 94. Ja. Hat Elfmeter für Deutschland. Oh ja, das wär's natürlich. Ja, ja. Enger, es ist eine Situation. Das ist eine tragische durch Tor. Müller mit dem nächsten. Chance auf den Ausgleich. Spring nach links, spring nach links. Ja! 4:4, 94, 95. Das ist doch unglaublich. Sie haben es wirklich noch gepackt. Der Ausgleich quasi mit dem Schlusspfiff. 2 Handelfmeter in den letzten Minuten. Und damit hat man wieder die Chance auf den Gruppensieg im letzten Spiel. Mit dem hohen Sieg, mit dem Sieg in Costa Rica, der höher ist als gegen als die der Spanier, wahrscheinlich gegen Japan. Könnte man tatsächlich. Doch, durch. Ja! Schlusspfiff! Damit ist dieses Spiel hier zu Ende. Dieses unterhaltsame Spiel, das glaube ich, niemanden enttäuscht hat. Klar, jeder will gewinnen, aber es gibt so Tage, da triffst du auf ein Team, das immer eine Antwort hat, das taktisch gleichwertig ist, spielerisch gleichwertig ist. Wenn du überlegst, wie gesagt, das 3-1 weggepfiffen, Lukas. Du liegst 4-1 an hinten. Richtig gut drauf. Wie lautet dein Kommentar zu seinem Spiel? Vorne hat viel gestimmt, hinten eher weniger. Gar nichts. Am Ende nur Remis. Ja, das kann nicht zufriedenstellen. Ja, ist egal, hauptsache bis weiter. Das ist ja, du bist erstmal durch. Du hast erstmal den. 83. und 90. Du kriegst innerhalb von in den letzten 12 Minuten 3 Handelfmeter. Also insgesamt in diesem Spiel. Die Spanier haben ja auch einen gekriegt. Jetzt ist er auf und davon. Aber es ist durch. Man hat es geschafft. Wenn du überlegst, die Spanier haben 5 Torschüsse gehabt und 4 davon waren drin. Jetzt müssen wir auf jeden Fall mal weiter. Jetzt müssen wir nämlich gucken. Sollten wir jetzt gegen, ja, klar, sollen die Spanier jetzt gegen Japan verlieren?
glaube ich, ist es vorbei. Na? Aber 4 zu 4. Damit sind wir nämlich Gruppenerster sogar. Das wäre erstmal das Wichtigste. Gut. In der nächsten Partie geht es gegen Costa Rica um den Gruppensieg. Ob wir das schaffen, das sehen wir dann.